Es geht weiter mit Digimon Story Hackers Memory. Und mit dem nächsten Fall, der wird sein: Das Mädchen und der Geisterfuchs. Mein Freund Rinnamon kommt nicht wieder aus Asakusa. Hilf mir, ihn zu finden. Ein Farmentwicklungskit gibt es dafür. Der Klient ist Teriamon. Ich werde es kontaktieren und um genauere Informationen zu dem Fall bitten. Bist du der Hacker? Danke, dass du meinen Fall übernimmst. Ich bin Teriamon. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich brauche deine Hilfe. Rinnamon, ein Digimon, das ich kenne, meinte, es würde nach Asakusa gehen. Seitdem konnte ich nicht mehr mit ihm Kontakt aufnehmen. Wahrscheinlich geht es ihm gut, aber in letzter Zeit war alles so chaotisch. Ich mache mir Sorgen, dass es in etwas verstrickt worden ist. Ich möchte, dass du es findest. Willst du das tun? Danke. Es ist ein gelbes Digimon und sieht wie ein Füchschen aus. Ich werde auf eine Nachricht von dir warten. Und eine digitale Nachricht. Ich habe Angst um Renamon. War etwas in Asakusa? Geh es suchen. Ja, dann sprechen wir mal mit allen hier. Ist etwas vorgefallen? Ja, etwas Wichtiges. Ein Mädchen ist verschwunden. Ich mache mir solche Sorgen. Okay, was will sie? Ein fuchsähnliches Digimon? Ja, ich habe es an dem gefährlich wirkenden Ort dort drüben gesehen. Könnte es das Mädchen entführt haben? Was? Wer bist du? Tut mir leid, ich habe sehr viel zu tun. Ein Mädchen hat sich vielleicht in einen Bereich verirrt, in dem das von gefährlichen Digimon nur so wimmelt. Ich wünschte, ich könnte ihr helfen, aber allein schaffe ich das nicht. Ich warte auf Verstärkung. Frag jemand anderen, wenn du eine Wegbeschreibung brauchst. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Rinnamon und das verschwundene Mädchen hier drin sind. Ich sollte hingehen, wo die digitale Verschiebung stattfand. Okay. Beschleunigung. Außerdem kommt Mega Citramon wieder raus und wir geben Grabliumon wieder rein und holen uns erstmal die Kiste hier. Farmerweiterungsplugin. Hier ist nichts. Okay, sieht so aus, als könnte ich hier Feuer-Digimon brauchen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Grab-Leomon austauschen. Einfach mal auf Verdacht. Und zwar gegen Metal Greymon. Wieder eine Digimon-Medaille. Und da vorne ist auch schon der Fuchs. TP-Kapsel A. Sieht hier alles nach Pflanze aus. Also, er macht nicht viel Schaden. Da reichen jetzt normale Angriffe. Ja,
So, dann schauen wir hier wieder. SP-Limitierungschip C. Da gab es wieder ein paar Level-Ups. Dann schauen wir darüber noch einmal. Da ist auch eine Kiste. Okay, ich halte diesmal so herum an. Wird reichen, oder? Ja. So, die Kiste wollte ich holen. Bewusstseinsdisk. Da ist nichts. So. Wie sieht das hier aus? Ah, da brauche ich nicht zurück. Was? Wer bist du? Theremon hat dich geschickt, um mich zu finden. Ich kann auch nicht zurück. Erst muss ich hier etwas tun. Außerdem vertraue ich keinen Hacker. Etwas, das es machen muss. Ich frage mich, was es sein könnte. Ich folge ihm, um es herauszufinden. Okay, da vorne sehe ich schon Mega Sidramon. Medizinisches Spray. Was? Wer bist du? Ein Hacker? Was ist denn das? Alle machen sich Sorgen. Ich will zurück nach Hause, aber die Füchsin. Sie hat mir geholfen, als eine furchterregende Schlange mich gerade eben angreifen wollte. Sie hat mir gesagt, ich soll weglaufen, aber ich mache mir Sorgen um sie. Die Schlange wirkte so viel stärker als sie. Sie hat nicht die geringste Chance. Was? Du willst dir helfen? Wirklich? Danke. Wieder eine Nachricht. Kannst du mir eine Kopfbedeckung kaufen? Ich will mal anders aussehen. Mit einem Accessoire hättest du einen tollen neuen Look. Ich überlege es mir. Nein, du kriegst nichts. So, der Giga-Zerstörer wird aber reichen. Ja. So, dann holen wir uns hier das Item. Intelligenter Patch. Dann ist da vorne wahrscheinlich wieder eine Kiste. Ja. SP-Kapsel B, 2 Stück. Das war ja einfach.
Die Kiste habe ich mir schon geholt. Dann kommt die Kiste auf der anderen Seite dran. Schlafbarriere. So, dann werden wieder die normalen Angriffe erreichen. Und da ich gegen Mega Seedramon antreten werde, was ja ein Dateityp ist, sollte ich Serum rausgeben und einen Virustyp dafür rein. Du hast dich besser geschlagen, als ich erwartet hatte. Füchsling, du Dummkopf, ich habe dir doch gesagt, dass du weglaufen sollst. Was? Du bist der Hacker von vorhin? Was machst du denn hier? Was machst du da? Oho, doppelte Beute, doppelter Spaß. Gut, wie viel Schaden machen wir denn? Gar nicht mal so viel. So. 85 Schaden. Aber am Anfang können wir noch das hier verwenden. So, machen wir nochmal einen Nagelknochen. Macht noch immer 300 Schaden. Du darfst einmal heilen. Machen wir nochmal einen Nagelknochen. Auch noch immer 210 Schaden. Gar nicht mal so schlecht. Fertigkeit, du darfst dich jetzt selber heilen. So, jetzt aber die Zerstörungskanone 2, 165 Schaden. Einfach Waffenleiter heilen.
Juhu, du hast gewonnen. Nicht schlecht. Du hattest keine Chance auf den Sieg, du hast dich wirklich bemüht. Spar dir deine hohen Phrasen. Ich wurde total vermöbelt. Gar nichts, du warst fantastisch. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich konnte ja nicht einfach zuschauen und nichts tun. Wenn ich zugelassen hätte, dass dir etwas passiert, hätte ich nicht schlafen können. Nur deshalb habe ich geholfen. Aber trotzdem hast du mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Ach, auch egal. Du kannst nicht hierbleiben. Ich bringe dich an einen sicheren Ort. Du bist ja so nett. Tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn du nicht gekommen wärst. Danke. Warum ich an so einen gefährlichen Ort gegangen bin? Du hilfst mir, wenn ich meine Aufgabe noch nicht erledigt habe? Das wird nicht nötig sein. Ich habe getan, was ich tun musste. Es gibt keinen Grund, weiter darüber nachzudenken. Was ist mit dir? Du hast ein paar ziemlich starke Digimon. Dank ihnen wirkte der Kampf einfach. Ich finde dich sehr interessant. Bitte zögere nicht, wenn du jemals meine Hilfe brauchen solltest. Ich schulde dir was. Bis zum nächsten Mal. Leb wohl. Ich verstehe, Rinnamon war schon immer so. Danke, dass du ihm geholfen hast. Ich schicke dir später dein Honorar. Was? Was es hier überhaupt gemacht hat? Das lässt sich schnell erzählen. Rinnamon ist so hilfsbereit, dass es kein Kind ignorieren kann, das in der Patsche steckt. Sobald es hörte, dass in Asakusa ein Mädchen verschwunden war, kam es herbeigeeilt. Dabei ist ihm seine eigene Sicherheit völlig egal. Darum habe ich mir solche Sorgen um es gemacht. Aber ich kann nicht glauben, dass es angeboten hat, dir zu helfen. Es vertraut keinen Hackern. Ich bin erstaunt. Er scheint dich wirklich zu mögen. Sag ihm Bescheid, wenn du je seine Hilfe brauchst. Ich bin sicher, dass es dir gern helfen wird. Danke nochmal. Tschüss. Kannst jetzt Rinnamon zu einigen Fällen mitnehmen. Fall abgeschlossen, dann gehen wir diesen jetzt auch direkt noch ab. Und schauen auch diesmal wieder ins Digilab. Keine Wiederherstellung nötig. Wie sieht es aus mit Digitationen? Er braucht noch zwei Level, oder? Ja. Gigatramon. Ah, das ist Gigatramon. Okay. Ah, und Burning Cremon könnte er werden. Burning Cremon ist nur Ultra Level. Dachte, das wäre höher. So, hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Okay. Dann war es das wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.